Hallo, ich heiße Tobias und bin 10 Jahre alt und möchte euch heute zeigen, in was ich alles besser bin als meine Mama. Clowns und Clowns. Ich wusste. Als erstes tritt Tobias gegen seine Mutter Doris im Memory-Spielen an. Er muss sich zwar auch konzentrieren und greift ab und zu daneben. Aber insgesamt ist er deutlich besser darin, die richtigen Bildpaare zu finden. Schau wieder die alten Bäume. Die erste Herausforderung hat Tobias also schon einmal gemeistert. Jetzt geht es mit Twister weiter. Bei diesem Spiel verknotet man Hände und Füße mit denen seines Spielpartners auf einer bunten Matte. Die Drehscheibe zeigt an, auf welchen Feldern Hände und Füße platziert werden müssen. Dafür muss man ganz schön gelenkig sein. Auch hier war Tobias deutlich besser als seine Mutter. 2:0 für ihn. Fällt es Tobias auch leichter, einen Text auswendig zu lernen? Wir haben die beiden in verschiedene Räume geschickt und ihnen 10 Minuten Zeit zum Lernen gegeben. Schauen wir doch mal, wie viel hängen geblieben ist. Eine ungelegene Nachricht. Lehrer, wem gehört dieses Handy? Laura, mir, es tut mir leid, es ist. Lehrer, keine Entschuldigung, du weißt doch, dass während des Unterrichts das Handy ausgeschaltet sein muss. Laura, ja, es ist. Lehrer, keine Ahnung, weiß ich leider nicht mehr, ich weiß nicht. So, Tobi, dann leg mal los. Eine ungelegene Nachricht. Lehrer, wem gehört dieses Handy, Laura? Mir, es tut mir sehr leid. Es ist, Lehrer, keine Erklärung. Sie wissen, dass das Handy während des Unterrichts ausgeschaltet sein muss. Laura, ja, es ist. Lehrer. Tobias konnte sich zwar mehr Text merken als seine Mutter. Dafür hat Doris den Text etwas flüssiger vorgetragen. Lieber weniger Nachrichten schreiben und besser auf die Erklärung achten. Also jeweils einen Punkt für Mutter und Sohn in dieser Disziplin. Zum Schluss wird in Tobias Zimmer noch eine Runde gekickert. Da hat es Doris ganz schön schwer. Schließlich spielt Tobias wesentlich öfter als seine Mutter Tischfußball. Wie nicht anders zu erwarten, macht Tobias ein Tor nach dem anderen. Tor! Tor! Ha, yeah! Gewonnen! Ole. Am Schluss steht es damit 4:1 für Tobias. Und wie geht es unserem Sieger nach dem Wettbewerb? Das Gefühl, dass ich die Mama immer geschlagen habe, das war gut, weil sie sonst in allem anderen immer besser ist als ich. Das Ergebnis ist für mich nicht überraschend, denn das waren jetzt ja Dinge, wo ich denke, da ist er beweglicher zum Beispiel als ich, wenn ich jetzt an Twister denke. Oder er spielt es auch häufiger als ich, das heißt auch beim Tischkicker, das kann ich einfach nicht so gut, weil er das auch viel öfter macht. Insofern hat mich das Ergebnis jetzt nicht sehr überrascht. Bei Memory finde ich, also weil ich besser bin, weil ich ein besseres Kurzzeitgedächtnis habe, weil die Mama schon so viel lernen musste, glaube ich, und ich noch nicht so viel. Beim Twister-Spielen bin ich besser, weil ich beweglicher bin und ich bin ja noch jünger und die Mama schon alt.